Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Deadly Premonition. So, wir sind jetzt hier irgendwo in einem Wald und es regnet wie verrückt und unser Auto ist schrottibotti. Ja. Aber das Gute ist, wir haben Zigaretten bei uns und alles ist gut. Wir sollten mal wieder laufen, sonst brauchen wir ewig. Was ist denn jetzt? Was ist denn das? Laufen wir mal hin und begrüßen die Dame herzlich, die hier reingegangen ist und auf einmal verschwunden ist. Sie ist ein blauer Lichtschein geworden. Was ist denn das? Dose mit Eingemachten. Lecker, Dose mit Eingemachten. Super. Wo ist denn die Frau hin? Okay, wo ist hier sonst noch was? Aber schön, dass die Gegenstände leuchten, als wären wir blind. Man muss bedenken, das Spiel ist ab 18. Blau, grün, gelb, pink. Wir haben den Stromgenerator angemacht. Die Tür ist offen, wo auch immer die sein soll. Ach, die muss bestimmt hier um die Ecke sein. Wir sind ja hier gleich reingelatscht wegen der Frau. Da ist die Frau. Sie sieht nicht sehr gesund aus, würde ich mal sagen. Mir sieht sie wirklich nicht. Wie er guckt, ey. Jetzt holt er auf einmal die Waffe raus. Dabei hatte ich die ganze Zeit ein Stahlrohr in der Hand. Bist du hässlich? Ich glaube, du musst sterben. Jetzt werden wir bestimmt erklärt bekommen, wie man schießt. Geheimnisvoller Schatten. Unser erstes Schlüsselobjekt. So, kann ich jetzt mal? Ich möchte endlich mal ein bisschen Action. Komm schon. Ja, das habe ich schon mit... Ja. Ich drücke das. Alter, wie viele Tasten muss man denn drücken? Alter, mit der Waffe ist das ja richtig heftig. Man muss drei Tasten drücken. Oh, das scheint ja wohl noch was zu sein, oder? Hä? Aber gehen kann er nicht? Da ist was. Wow, ist die Steuerung schwer. Das ist jetzt kein Witz, die Steuerung ist komisch. Oh! Also beim Schießen ist die echt komisch. Verbandskasten klein. Naja, eigentlich sind das nur Pflaster, würde ich mal sagen. Alter, ist die... Okay, jetzt habe ich es weggelegt aus Versehen. Ah, Gott, ey. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass man drei Tasten drücken muss, um zu schießen. Hä, aber jetzt kann ich nicht mehr Stahlrohr nehmen? Wie kann man denn das... Ah! Okay. Oh, wir haben ja nicht viel Munition für die Waffe. So, steht denn hier was? Observieren. Ein altes Schild. Ich erkenne G-R-I-N-W-A-L-E. Nicht, dass es auf dem Cover schon drauf stand, was da jetzt hinstehen würde, aber ich sag's euch nicht. Die Straße führt offenbar in unsere Richtung, Zack. Ja, ich finde cool, dass wir angesprochen werden. Wir sind Zack. Aber warum sind wir männlich? Ich bin doch weiblich. Naja, ich fühle mich total angesprochen. Das machen wir jetzt nicht, weil das macht dann eigentlich jedes Mal, wenn man ein Schlüsselobjekt und das ist dann nach einer Zeit sehr langweilig. Ich war schon viel... Achso. First time I've been attacked so directly. Jack, can you give me a logical explanation about what that was? Nee, leider nicht, York. Keine Ahnung. Never mind, don't answer. Life was fun because of the mysteries. Right, Zack? Das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht, York. Oh, das Telefon klingelt. Schnell, wir müssen rangehen. Da 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 da. Ich weiß, das ist der Speicherpunkt. Aber wenn... Stand da gerade... Warum steht da Jack Sparrow? Ich habe nirgendwo einen Namen eingegeben. Das ist ja creepy. Da steht... Da seht ihr übrigens, 17.04. ist heute. Balam. Und heute ist das Spiel erschienen. Balam. So.
Aber warum steht da Jack Sparrow? Das interessiert mich jetzt die Bohne. Ich weiß, dass meine Konsole so heißt, aber warum? Ich habe das sonst nicht eingegeben. Hier liegt ja noch was. Ich lese mal nicht. Lutsche, also diese Ansicht ist echt episch, oder? Voll die epische Ansicht. Ihr werdet noch später erfahren, warum wir Lutsche und dies und das kriegen, außer ihr kennt natürlich das Spiel. Ich will nicht spoilern, ich werde auch dazu nichts sagen und bitte spoilert dann auch nicht für die anderen Zuschauer, die das Spiel auch noch nicht kennt. Also ich kenne das ja schon, aber nicht so weit. Ich weiß nicht, Sakura ist nicht sehr weit gekommen im Moment. Könnt ihr ja gucken, wie weit sie im Moment ist. Sie hat noch nicht weitergemacht. Das Stahlrohr hat Lebensanzeige. Hier ist irgendwo jemand. Hä? Warum liegt da auf einmal wieder was? Noch ein Lutscher? Also man kann ja nicht genug Lutscher haben, oder? Und das sieht aus wie ein Schubba-Schubb-Lutscher. Ich nehme lieber meine Waffe. Nee, wir nehmen das Messer, wir sind cool. Wir haben sogar zwei Messer. Das ist ja noch viel cooler. So, mal gucken. Oh, la, 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 la. Kann man auch selber zielen? Ja. Yeah. Headshot. What? What? Du lebst noch, du blöde Schnalle. Stupp an deiner Dummheit. Geil, für Kopfschussbelohnung gibt's richtig Kohle, ey. Das rockt ja richtig. Aber die Steuerung ist komisch. Dabei stand da drauf, verbesserte Steuerung. Und Sakura hat schon gesagt, die Steuerung ist schrecklich. Dann frage ich mich, wie schrecklich ja sie vorher war. Die ist ja jetzt schon sehr komisch, so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall beim Schießen. Also so mit dem Laufen und so, das geht. Alles ganz gut von der Hand. Ich hab mir das gedacht. Hey, du da. Bam. Hey, kannst du mal... Okay. Bam. Wenn die Gegner besiegt sind, dann visiert er übrigens automatisch ab. Das finde ich wiederum echt gut. Allein wie das, dass die so verschwinden, ist schon echt der Hammer, oder? Einfach so. Blub. Die Kamera können wir übrigens kaum selbst bestimmen. Boah. Mein Bein ist eingepennt. Ja, ich weiß, wie interessant. Was denn? Hä? Ach, hinter mir! Ja, dir geht's gut, oder was? Du bist gesund, oder? Was ist das? Bam, Headshot. Wow. Geh weg. Stirb! Nein! Da portet die sich ran, Alter. Ist die breit, oder was, ey? Bei der kack's doch. Gott, ich muss erstmal mit der Steuerung total zurechtkommen. Mein Bein ist eingepennt. Wo war denn jetzt das Stahlrohr? Das ist auch voll weit weg. Irgendjemand grillt. Und das mitten in der Nacht? Naja, gut, ist nicht mitten in der Nacht, aber trotzdem. Oh, geh doch weg hier, scheiß Kisten. Wir kriegen Geld, weil wir den Zaun zerstört haben. Mann, ich möchte auch FBI-Agent sein. Ist doch voll cool, oder? Ich möchte bitte meine Waffe wieder haben. Ich glaube, dafür haben wir unendlich Munition. Ich muss mal kurz warten. Mein Kabel ist rausgeflogen. Ich glaube so, dass mein HDPV irgendwie kaputt ist. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht mal, wie lange Garantie da drauf ist. Aber ich will ihn ja auch nicht einsehen, weil das Spiel ist der absolute Hallo. Oh, ich sollte lieber anziehen lassen. Das ist wirklich wesentlich einfacher. Na, was ist das? Was? Ein Verbandskasten. Oh, die Ansicht ist so episch. Mann, die kostet ganz viel Videozeit, immer diese kleine Ansicht. Da hinten, da ist ja jemand. Hallo. Bam. Oh, hast du Aua? Oh, hast du Aua? Hey, ich habe Kopfschuss gemacht. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen. Das muss mir doch angerechnet werden. Ich brauche Kohle. Ja, hier können wir wieder das ablegen. So, hier ist wieder ein Generator. Der sieht nicht gesund aus. Da ist eine Axt drin. Können wir die mitnehmen? Der Generator sieht übel aus, Zack. Ich glaube, der Mörder hatte echt was gegen ihn. Mit einer Axt zerstörte Maschine. Jetzt können wir wieder das Profiling starten, theoretisch. Aber das ist Quatsch. Ich kann euch das. Seht ihr? Dann zeigt er nun mal nochmal die Bilder und das können wir ja später mal machen. Aber nicht jetzt. Zack! Versuchen wir, dieses kaputte Ding zu reparieren. Warum haut das Bild jetzt alle paar Sekunden ab? Das ist schon Kotschen. Also als erstes hätte ich ja die Axt genommen, weil die Axt ja schon mal voll geil ist. Aber nein, auf diese Idee kommt der Herr York am Morgen nicht. Naja.
Das Kabel springt jetzt alle 5 Sekunden raus. Super. Muss ich gleich nochmal neu reinstecken. Nein, das geht nicht auf. Ist mir klar, Yorkie-Borkie. Yorkie-Borkie. Das ist nur scheiße, wenn das Kabel jetzt im Kampf rausspringt. Als hätte ich geahnt, dass die da ist. Ups. Oh, ich hasse, wenn sie porten. Es ist besser, wenn man anvisieren lässt. Kommen wir hier rein? Natürlich kommen wir hier rein, wenn wir das Schloss abgeschossen haben. Wie in jedem coolen Film schießt man das Schloss ab. Kannst du ein bisschen schneller da reingehen? Halalala! Halala! Oh, zieht der seine Waffe langsam als echt. Schon tot? Na, du bist ja doof. Daneben nicht. Wurde doch gerade. Hier ist doch noch jemand, oder? Nö. Die Musik. Episch. Kannst du mal? Irgendwas ist im Weg. Er kommt um die Unsichtbarkeit nicht herum. Gut. Ich hatte schon Angst. Oh, das legen wir jetzt hier rein. Tadam! Da. Grün. Der Strom in der Gegend müsste jetzt viel stabiler sein. Beeilen wir uns, Zack. Bring. Was war das denn für ein komisches Geräusch? Ich höre Gegner. Ah, so öffnet man die Türen schneller. Okay. Hä? Ich höre Gegner, aber ich sehe keinen. Naja. Ach so, jetzt sehe ich sie. Alter, das ist so episch, wie langsam er seine Waffe zieht. Echt, ey. Da müssen wir mal reinziehen, ey. Eigentlich müssen wir ja nur hier rein, aber ich will den jetzt auch noch töten. Schwabbel stirb. Schwabbel ist tot. I want to die, oder was hat er gesagt? Wenn das überhaupt Deutsch sein sollte. Oder Englisch besser. Das hört sich nicht gut an. Hallo! Hallo, Lolo! Wie geht's dir denn so, du Kleiner? Warum kann man sich eigentlich nicht bewegen, wenn man schießt? Warum stelle ich so viele Fragen? Ich weiß es nicht. Das Spiel ist so aufregend. Hallo! Der lebt doch noch! Der lebt doch noch! Nee, er lebt nicht. Aber ich höre doch einen Gegner. Mann, der Generator ist aber übelst laut, oder? Alter Schwede. Ein Feuer. Feu, feu. Oh, ein Gegner meine ich. Ey, cool, hat ein Laserpointer drauf. Alter, die hat eine Schaufel. Der auch. Guckt euch mal den Stressfaktor von York an. Der darf auch nicht zu hoch sein. Was passiert dann überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Oh, ein blaues Auto. Muss schon wieder nachladen. Super. Kannst du mal schnell? Wenn sie so machen, porten die immer. Was ist denn das da hinten? So eine rote Wand. Wow, wir werden Millionär, nur weil wir solche Dinger töten. Ey. Zieht euch das mal rein. Hier können wir übrigens... Super. Da hinten kommt gerade einer und ich wechsle erstmal gemütlich die Waffen. Sollen bestimmt so eine Art Geister oder so sein. Oder Mumien oder irgendwie so. Keine Ahnung. Will aber jetzt erstmal... diese Kisten zerstören. Ich will wissen, ob da was drin ist. Kann man die eigentlich auch mit dem Rohr töten? Ja, da ist tatsächlich was drin. Oh, Pflaster. Juhu. Ich will mal wissen, ob man die mit dem Rohr töten kann. Hier kommt doch bestimmt einer. Komm mal her. Wie bitte? Ich habe ihn gerade one-hitted. Das will ich nochmal ausprobieren. Stirb, Schwabbel. Stirb. Oh, das Stahlrohr ist fast kaputt. Halala. Okay, wir setzen das Stahlrohr lieber nicht nochmal ein. Aber das können wir bestimmt hier bald nicht mehr durch. Er visiert nicht an, er visiert nicht an. Warum? Aber ich dachte, es soll ein Bluteffekt da sein. Ich sehe kein Blut. Hm, traurig. Naja. Wir müssen noch ein... Oh, scheiße, was drücke ich denn? Warum drücke ich denn X? Nein! York! Tut mir sorry. Ich weiß nicht, warum ich auf die X-Taste la. Ich hoffe, er meint diesen... Welchen Button meint er denn? Jetzt habe ich einfach alle gedrückt. Hör auf damit.
Ja. Diesen Typen, den netten Herrn, werden wir noch öfters sehen. Tja, wenn man die Verpackung schon anguckt, weiß man eigentlich alles. Aber ich werde jetzt nichts weiter sagen. Wow. Hä, wir kommen doch noch gar nicht raus, oder? Theoretisch nicht. Uns fehlt ein Schlüsselobjekt. Ach so, das ist eine Tür. Ach so, ich dachte, die wäre zu oder so. Okay. WTF? Uiuiui. Roter Efeu, das letzte Objekt. So, genau jetzt startet man das Profiling, wenn man alle Objekte hat. Müsste eigentlich jetzt kommen. Es startet nämlich von alleine. Sonst wird er jedes Mal für jedes Bild ein Profiling starten. Aber hier wird ja alles zusammengefasst. Lutscher, süßer Lutscher. Steht den Hunger ein wenig. Das ist aber ein Schupperschubs, das sieht man. Sie haben nur das Schupperschubs ein bisschen weggewischt. Das ist ein Schupperschubs, auf jeden Fall. Dadla, ein gezuckerter Donut. Stillt den Hunger bestimmt auch ein wenig. There's definitely something in this town. You feel it, Zach? My coffee warned me about it. Yesterday morning, the milk I poured in my coffee made a sound. It said, tomorrow you'll arrive in a place that will change your fate. Ah, jetzt haben wir unten eine Karte. Und ein Telefon zum Speichern. Dann speichern wir mal. Hallo, hier ist Ethan Schmorgen. Ich hätte gerne eine Speicherung. Warum steht da Jack? Das macht mich wahnsinnig. Das ist komisch. Sonst gibt man eigentlich immer irgendwo einen Namen ein oder so. Aber dass er sich selbstständig den Namen zieht, ist schon echt freakig. So, jetzt ist ja die Frage, links oder rechts. Aber da so ein komischer roter Pfeil da ist und da eindeutig steht, dass wir in diese Richtung sollen, Mann, ist das ein weiter Weg. Und es regnet immer noch ein bisschen. Hallo, es regnet nur ein bisschen. Warum ist denn die Straße so halb überschwemmt? Vor allem, wenn es abgeht, da überschwemmt doch nicht die Straße. So, und jetzt machen wir eine schöne Wanderschaft durch diese wunderschöne Gegend, sammeln das auf und wir sind in Greenvale. Auf dem steht, willkommen in Greenvale. Wir sind endlich da, Zack. Yay, wir sind endlich da. Also die Straße, ey, das ist ein bisschen unrealistisch, ne? Also so überschwemmt ist die ja nicht, ne? Und es regnet auch gar nicht mehr und dies und Schinken. Und wir laufen mitten auf der Straße, nicht ein Auto kommt. Das ist ja wie in Silent Hill hier. Da ist auch immer tote Hose. Ah, gucken wir uns die Gegend mal an. Genießen die Stille. Ich höre was. Ich höre nix. Jetzt. Verbandskastlein stellt etwas Gesundheit wieder her. Da wäre ich, glaube ich, auch so raufgekommen. Now you were very late. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Agent York? Good, that's good. Are you the sheriff? No, I'm Deputy Sheriff Emily Wyatt. George, he's the sheriff. He went looking for you, actually. He should be back soon. I see. If you don't mind me asking, did you walk all the way here? My car broke down, that's all. Ja, alles klar. Easy on the eyes. Definitely worth a trip to the primitive world. By the way, don't mention anything about what happened back there. She'll think you're a psycho.
Don't want that, do we, Zach? Welcome to Greenvale. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Could you tell me why the FBI is so interested in a small-town homicide? Let's just say it's a personal interest in killers of young women. I'm always looking for new sample cases to help me with my profile. Both our superiors have cleared this with each other. You can remain in command. You don't have a problem with this, do you? No. No problem. Just want to set things straight. Our small town has its share of problems. I'm the one fixing them one by one and maintaining peace and order. You can have your profile sample, but I need you to understand that. Of course. By the way, George, I had a little accident with my car. Could you send someone to take care of it? Oh, and my clothes and luggage are still inside. All right. Don't worry. I'll get my assistant Thomas to take care of it. Do you need anything else? Thanks. That'll be all. Well then, I think I'll rest up first at the hotel. Then I'll join you on your investigation. Don't know how to say that, but really don't need your help. Unlike some of your corrupt city police officers, I play it by the book. I hope you'll come to appreciate that, Agent Morgan. And we'll handle the investigation. You just think of this as a vacation. Take it easy. Enjoy the nature here. You don't have to be a tree worshiper to appreciate the wildlife here. Let's reassess the situation. There are no cavemen here. We're as far forward as the Middle Ages. And we've just met the king. Yeah, yeah. Okay. Tschung, tschung. So, da da beendet steht und alles gerade da hinunterläuft, dies und das, werde ich dieses nutzen und hier einen Schnitt machen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Deadly Premonition. Also, bis dann. Ciao.